Herzliches Willkommen. Ja, wir sind jetzt die Patchies, also Paris. Und Miro ist Kilometer weit weg. Und ich habe einen Knochenbruch. Wie hast du den denn in der Kürze zugelegt? Er wollte so schnell es geht zu dir laufen, dann ist da ein Berg gewesen. Und dann haben alles einen sehr dramatischen Lauf. Ist überall Essen. Ich versuche zu dir zu gehen. Mach da mein Tür. Hallo. Och, der hat mich umgebracht. War aber nicht schlimm. Der eben noch irgendwo. Für mich war eigentlich das Zeitliche eh schon fast gesegnet. Oh, ich bin hier bei den Blumen. Ich bin dort im Park. Ich bin Pokémon Park. Willst du wissen, wo der Park ist? Nö. Nee. Okay. Ich fühle mich im Busch sicher und ich finde den Rex nicht. Miro ist eh tot. Ich gehe jetzt hinten hin und fress mich voll. Hast du dem scheiß Rex seinen Namen gesehen? Ja. Wie hieß er denn? Oh, das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Das war so schnell, da war ich schon vorbei. Der kam an und dann war alles schon vorbei. Du bist wahrscheinlich wieder umsonst wo. Na, no, ich bin dort bei den Cages. Also beim Menschenbereich. Da sind umsonst da No K.O.s. Die Namen. Natürlich, wo bist du? Ich bin. Wo bist du denn nochmal genau? Ich bin bei minus 172 und 33. Aber ich spawn ich am besten nochmal frisch.
Willst du den Namen sagen? Ich würde ihn killen gehen. Ja, ich habe ja keinen gefunden. Würde ich ihn killen gehen mit einem Dickkopf. Richtig hart. Ein Rex oder wie? Ja, und dann komme ich als Rex und dann kill ich ihn. Da steht der Bastard wahrscheinlich. Die Happy-Wolke. Ich schleiche mich zu Busch, zu Busch. Folgt der Happy Wolke. Die hat sich gerade Happy umgebracht. Hm. Und hier geht's nicht hoch. Mann. Na, jetzt sollte ich in der Nähe sein. Jetzt können wir mal. Da. Da ist gerade ein T-Rex tot umgefallen. Ich habe ihn besiegt durch meine Anwesenheit. Du kannst nicht schwimmen. Oh Gott im Himmel! Wir können nicht schwimmen. Bleib stehen, der sieht dich, aber mich kann er umbringen, der Alu. Ja, wir können nicht schwimmen. Tja, das wäre der reinste Tod, ne? Alter, wie viele sind da schon gestorben? Guck mal da unten. Du könntest versuchen, über den Berg hinter dir. Miro, wo gehst du denn hin? Dahin läuft er, ja, ich weiß. Über den Berg rüber zu gehen. Da gehst du dir vielleicht nur den. Nein, ich versteck mich jetzt nicht. Oh, der weiß doch, wo du bist, der ist doch nicht dumm. Miro, jetzt geh über den Berg. Psst. Ja, der geht dich holen. Ich hätte mich in Leichenbergen verdingen können. Hoffentlich weiß er nicht, wie die J-Taste geht. Ne, bei mir. Oh, sieht man noch ganz leichte Spuren. Ich rette dich. Ich hätte über den Berg gehen sollen. Der weiß nicht, wo die J-Taste ist. Und der hat mich gefunden, ja. Aber er hat nicht gewusst, wo die J-Taste ist. Ja, die meisten wissen eh nicht, dass man Spuren lesen kann. Ist ja auch. Ich meine, bei mir war es ja auch zufällig, als ich es herausgefunden habe. Ich geb dir jetzt eine, Alter.
Scheißdreck. Na, warte du. Warte du nur, du kleiner Dreckpisser. Ich bin richtig geil gespawnt. Lauf um dein Leben, du kleiner Pisser. Was bist denn du jetzt? T-Rex. Wo bin ich? Ich komme und hole dich. Ich gehe jetzt als T-Rex, ich mache mir jetzt egal aus. Komm her. Friendly, komm her, ich mach Friendly aus dir. Du hast an die J-Taste. Alter, der ist so tot. Lauf um deinen fucking Arsch! So. Was hat er davon? Der Anna Alu hat nichts gemacht. Der Anna Alu hat ihm hinten geschissen. Ich bin wie immer 60, minus 60 zu minus 60. Okay. Oh, jetzt ist er rausgegangen, oder was? Na, jetzt rausgegangen ist, ist er echt. Da bin ich nicht. So it is working. Yeah.
Hier kann man echt nur als T-Rex oder was Großes gehen. Kleines Alu-Arsch. A für Alu-Arsch. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin bei minus 152 und 77. Ich wreck erstmal meine Ausdauer. Das solltest du lieber regenerieren sagen, weil es ist nicht wrecken. Das nennt man aber so momentan. Regeneration, deswegen Ray. Die hört sich aber so an, als würdest du jemanden recken. Wenn ich eine recke, dann nenne ich das Killen. Und der Server ist zu. Ja, weil jetzt so viele KOSler runtergelatscht sind. Ist da jetzt gerade was runtergefallen? Da fällt tatsächlich Sachen runter. Mal gucken, haben wir denn noch Initiative? Ganz unten ist, nein, das ist ja eine Terra Vita. Das auch nicht. Das ist zu Weibeln. Das ist Team Deathmatch. Das ist so voll Idiot, nicht in Team Deathmatch können gehen. Das ist echt abartig. Der Isle of Winter 3. Ich weiß aber nicht, was Medium PP ist. Ja, das ist da steht ja Survival, das geht ja um Progression Point. Medium PP sollte Medium Progression Point sein, also dass man nicht zu viel braucht. Also Medium, mittelmäßig. Was willst denn du? Ich gucke gerade nach dem Sandbox-Server. Achso. Bin gerade auf dem Server draufgegangen. Ich kann ja mal gucken. Zum Beispiel Bio kostet 30. Der Maya-Saurus schon 95. Der Shantungo 300. Ist nicht gerade billig hier. Für etwa 600. Da hast du Spaß, wenn du ein Kammer-Saurus bist. Was ist denn hier aus? Bei den Fleischfressern. Ja, T-Rex 300. Ich bin immer auf den Server gegangen. Auf denselben? Mhm. Gut. Hat jemand gekillt? Dieser Penner! Allerdings, jetzt dürfen wir sogar killen, weil nichts zu fressen rumliegt. Aber wenn da schon Fressen liegt und der zu dumm ist, um zu fressen, und es steht No KOS, dann soll man das auch nicht machen. Aber die sind wahrscheinlich so, dass die Spieler sich dann rächen. Ach, da hinten, ich sehe dich. Da komm ich zu dir gelatscht. Ja, ich sehe dich auch. Ah, du bist ja natürlich auch an deinem letzten Spawnpoint natürlich angekommen. Deswegen. Oh ne, da ist genau der Berg. Beweg mich auf dich zu. Ja, ich muss ein bisschen außen rum. Wenn ich halt so locker den Berg runter kann, weil hier kann ich den nicht gehen. Nein, oh, drüben kann ich. Links. Ich weiß, dass du links von mir bist, aber ich kann nicht. Ich muss ja den Berg runtergehen. Oder soll ich mich töten? Das meine ich ja schon die ganze Zeit. Deswegen gehe ich ja hier runter, weil hier ist ja safe. Du siehst ja, was das für eine steile Wand ist. Da hätte ich vielleicht schon runtergehen können, aber
Ich glaube lieber dort runter, wo Gras ist, weil das dann sicherer ist. Ich möchte ja nicht sterben, ey. Voll der Eidechsen-Rex. Nicht wie ein Albino. Ich fand's witzig, dass der Anna Alu ihm Scheiß geholfen hat und abgehauen ist. War bestimmt der, der dich auch umgebracht hat. Ja, kann sein. Wenn er so einen Gamer, einen Game-Name hatte, dann... Oh, weiß ich gar nicht. Es ist furchtbar, dass die noch nicht eingebaut haben, dass der Kollege bei dir spawnt. Ja, hier ist das Trinken. Okay, da bin ich, muss ich doch noch weiter nach links. Mit das mache ich Weltmeister. Nesting funktioniert ja immer noch nicht so richtig. Weiß ich nicht. Habe jetzt B gedrückt. Passiert hier nicht. Passiert's eh nicht. Hier ist kein Nesting. Steht ach, es ja gibt spezielle Nesting-Bereiche oder wie? Nee, es gibt einen Nesting-Server. Das da ist keiner. So. Da steht ein Nesting drin. Hier bin ich gespawnt eben. Dann habe ich ihn umgebracht. Ah, okay. Das war so schön. Haben sie als Friendly gemacht und ich dann so direkt auf und drauf fertig. Der Adler hat direkt weitergesucht. Der dachte sich so, oh Scheiße, der macht das in grundlos, ich hau ab. Soll das Öl sein? Nee, das soll, ich denke mal, das sind einfach Ablagerungen vom Wasser. In der Prähistorik gab es sicherlich eh. Wenn das nicht so richtig angerührt worden ist, dann lagert sich ja alles Mögliche ab an Stoffen. Ich denke, da gibt es irgendeinen Stoff, welches halt blau sein kann. Weil man darf ja nicht vergessen, gerade in der Prähistorik waren ja noch andere Elemente hier und da unterwegs. Der Mensch zerstört ja vieles. Es ist alles meistens in Bewegung, da sieht man sowas nicht. Ich glaube. Wirklich an unberührten Orten, da sieht man sowas vielleicht sogar, dass da mal blaue und grüne Farben nebendran irgendwie abgelagert sind. Also wenn halt wirklich kein Tier und so in der Umgebung so direkt ist. Da kann das schon passieren. Und sowas sieht man hier ja sowieso nicht mehr. Puerto kämpft da hinten. Hier links im Wasser habe ich ihn kalt gemacht.
hat nicht mal geblickt, dass ich hinein war, der Idiot. Die müssten dem Pachi eindeutig mehr Damage geben, vor allen Dingen, wenn er rennt. Dass das so ist, wenn er rennt, dass er mehr Schaden aushalten tut. So wie er es eigentlich tut, der macht Knochenbrüche. Ja. Dass nach dem zweiten, dritten Schlag ein Knochenbruch folgt, normal.